Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 23. August 2023. Ich werde das Video aber erst im September veröffentlichen, wenn ich im Urlaub bin und deshalb nicht in der Lage sein werde, eine normale Folge aufzunehmen. Und das Thema der heutigen Sonderfolge ist die Sock Madness 2023. Falls es jemand noch nicht weiß, die Sock Madness ist ein internationaler Socken-Schnellstrick-Wettbewerb, an dem ich jetzt das dritte Mal teilgenommen habe. Insgesamt hat er schon zum 17. Mal stattgefunden. Und der Wettbewerb läuft so, dass man sich im Februar anmelden kann. Dann gibt es ein paar Aufwärmsockenanleitungen. Dann gibt es ein Muster, um sich zu qualifizieren. Wenn man sich qualifiziert, kommt man in ein Team und strickt dann in 6 Runden gegen seine Teamgenossen sozusagen an. Und die schnellsten so und so viel kommen dann immer weiter in die nächste Runde. Und in der 6. Runde gewinnt dann aus jedem der 26 Teams nur der schnellste vom Team. Und in der 7. letzten Runde treten dann diese 26 Teambesten gegeneinander an. Und dann gibt es einen Sieger und maximal noch einen 2. und 3. Platz. Und dann ist der Wettbewerb vorbei. Es gibt zusätzlich für die ersten 5 Runden gab es zusätzlich noch ein Bonusmuster für alle, die ihre Socken innerhalb der vorgegebenen Zeit, das waren entweder 2 Wochen oder 10 Tage, fertig bekommen haben, unabhängig davon, ob man weitergekommen ist oder nicht. Und für die, die eine Runde nicht rechtzeitig fertig gekriegt haben, die haben aber trotzdem, wenn sie angemeldet waren, am Ende der Sock Madness auch die ganzen Bonusmuster bekommen. Das heißt, dieses Jahr gab es 3 Aufwärmmuster, ein Qualifikationsmuster, 7 Muster für die Runden und 5 Bonusmuster. Und ich zeige euch jetzt, welche dieser Anleitungen ich gestrickt habe oder noch am Stricken bin. Okay, es ging also los mit den 3 Aufwärmmustern. Das war einmal Instant Crush, Mad Dancer und Caldy Risty. Das sind die Namen der Aufwärmmuster, die es gab. Ich habe davon nur das erste, nämlich Instant Crush, angefangen zu stricken. Als das anfangs veröffentlicht wurde, wollte ich es eigentlich gleich stricken, weil das Shorty-Socken sind und meine Schwester mag gerne Shorty-Socken. Und dann wollte ich die für sie stricken, hatte schon Wolle ausgesucht. Aber dann kam eine Anfrage nach einem Teststrick für Shorty-Socken. Und da ich das auch gerne machen wollte und das aber zeitsensibler ist, habe ich dann erstmal den Teststrick gemacht und habe das mit den Aufwärmsocken ja erstmal zur Seite geschoben und bin dann erst gestern Abend dazu gekommen, diese Socken anzustricken. Und zwar hatte ich mich entschieden, dieses wunderbar weiche Alpaka-Sockengarn von Hansafarm zu benutzen. Und die Hauptfarbe ist dieses dunkelgrau und als Kontrastfarbe werde ich schwarz benutzen. Also nicht sehr bunt, aber das ist genau die Farbpalette, die meine Schwester für ihre Socken liebt. Und so viel habe ich gestern Abend geschafft. Die Socken werden also toe-up gestrickt und ich habe die Spitze gestrickt und habe etwas mehr als eine Musterwiederholung geschafft. Da finde ich, kann man jetzt ganz gut sehen, wie dieses Muster aussehen wird. In der Anleitung gibt es so eine seltsame Zunahmeferse, von der ich weiß, dass meine Schwester die nicht besonders mag. Deshalb werde ich die nicht machen. Ich werde eine ganz normale Fischlips-Kiss-Ferse stricken. Und dann gibt es im Schaft noch mal ein anderes Muster. Und dann gibt es eben noch diese kleine Rüschenkante in der Kontrastfarbe. Ich versuche, die erste Socke noch vor dem Urlaub fertig zu kriegen, sodass ich dann vielleicht noch mal ein mini kleines Videoschnipsel aufnehmen kann, was mein Mann dann am Ende des Videos einfügen kann. Dann könntet ihr eine fertige Socke sehen. Falls ich das nicht schaffe, könnt ihr einfach in meinen regulären Folgen sehen, wie die Socke wächst und dann irgendwann, wie sie fertig aussieht. So, das war also das einzige Aufwärmmuster, was ich in Arbeit habe. Dann kommen wir zu den Qualifikationssocken. Die wurden dieses Jahr von Annette Schleicher designt. Das ist The Nerd Knits hier auf YouTube. Und sie hat sich ein Banksy-Bild als Vorbild genommen, denke ich mal, und hat diese wunderschönen Socken entworfen. Und also abgesehen davon, dass es erstmal ein ganz schönes und lustiges Bild ist mit diesen ganzen vielen bunten Ballons da oben, ist die Besonderheit, dass man eigentlich solche einzelnen Bilder nicht in der Runde stricken kann, weil man ja sonst den Faden immer rundum führen müsste und sonst an der falschen Seite hängen hat. Und die Socken sind tatsächlich so designt, dass man für jede Fläche ein eigenes Knäuel nimmt.
dann hin und her strickt, aber beim Hin und Her stricken die Fäden hinten so verkreuzt, dass es eben doch zur Runde geschlossen ist und man nichts hinterher nähen muss. Genau, ich habe jetzt eine Socke von dem Sockenblock heruntergenommen, weil ich die gerne einmal mit der Vorderseite zeigen möchte, dann ist, dass die Ferse so hinten ist, weil dann sieht man das mit dem Mädchen nochmal richtig schön. Also ich finde, es sieht ganz toll und elegant aus. Es sieht besonders elegant aus, wenn man es ein bisschen in die Länge zieht. Wenn man einen breiten Fuß reinstrickt, ist das Mädchen dann nicht mehr ganz so elegant. Aber es ist immer noch hübsch und lustig. Und genau, wir hatten 2 Wochen Zeit, diese Socken zu stricken. Das war schon recht aufwendig und mit den vielen Knäulen und Fäden und Konzentration. Und ich weiß, dass es nicht allen, die es versucht haben, gelungen ist, in der Zeit fertig zu werden. Wenn man mindestens eine Socke fertig hat, dann kann man als Cheerleader mitmachen. Dann bekommt man die Anleitungen, ist aber nicht im Wettbewerb drin. Ja, ich habe dann die Socken rechtzeitig fertig gekriegt, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch keinen einzigen Faden vernäht und ich habe dann, eigentlich wollte ich in Vorbereitung auf dieses Video alle Fäden vernähen, das habe ich nicht geschafft, aber zumindest eine Socke habe ich komplett vernäht. Bei der anderen Socke habe ich zwar die Ballons vernäht, aber die Fäden von dem Mädchen noch nicht. Das werde ich jetzt demnächst machen. Genau, das muss ich nämlich machen, bevor ich dann die Socken spende. Ich habe jetzt die letzten 2 Male, als ich bei der Sock Madness mitgemacht habe, jedes Mal die Qualifikationssocken irgendwie mit Grün gestrickt und dann für die Aktion Grüne Socke gespendet. Und dann habe ich mir gedacht, die Tradition möchte ich gerne weiterführen, dass ich jedes Mal bei der Sock Madness die Quali-Socken spende. Und deshalb habe ich hier für das Mädchen und die Spitze kein Schwarz genommen. Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick schwarz. Aber es ist tatsächlich ein ganz dunkles Grün von Opal und die Hauptfarbe habe ich so dieses ganz, 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 ganz leicht melierte Hellblau. Es läuft eigentlich unter einfarbig, aber es ist so ein klitzekleines bisschen bewegt in dem, wie es gefärbt ist. Und ich fand das eine tolle Farbe für den Himmel und für die Ballons habe ich dann lauter Reste genommen. Da ist viel Opalwolle dabei, aber nicht alles. Das zum Beispiel und auch dieses ist... Das und das ist Wolldackel. Bei dem bin ich gerade gar nicht sicher, ob das Wolldackel ist oder irgendwas anderes handgefärbtes. Genau, auf jeden Fall sind die Ballons alles Wollreste. Das ist die Beauty von Opal. Das ist definitiv Wolldackel. Und bei dem bin ich wieder nicht sicher. Genau, also das war schon mal ein ganz spannender Einstieg dieses Jahr in die Sock Madness und alle, die sich dann qualifiziert haben, wurden in Teams aufgeteilt und dann ging es los mit der ersten Runde. Und das Muster für die erste Runde heißt Valgus von Jennifer Ruschinski, Jay Rush auch genannt, hat auch hier auf YouTube einen Strick-Video-Kanal, genau, und hat auch, glaube ich, schon verschiedenste Designs gemacht. Und das sind jetzt diese Socken und der Witz war, dass wir wieder hin und her gestrickt haben. Allerdings ohne Fäden verkreuzen und trotzdem rund, sondern einfach ganz normal so einen rechteckigen Lappen gestrickt. Dann wurde ein Kontrastfaden für die nachträgliche Ferse eingestrickt und dann hat man hin und her gestrickt bis zur Spitze. Und hier wurde dann zur Runde geschlossen. Die Spitze ist also rund gestrickt, die Ferse ist nachträglich dann auch rund gestrickt. Und am Ende hat man dann die offenen Kanten mit der Kontrastfarbe in diesen mit dieser Ziernaht so zusammengenäht. Genau, und beim Hin- und Herstricken gab es im Muster noch Zu- und Abnahmen, sodass die Naht nicht gerade, sondern so schräg verläuft, was der ganzen Sache nochmal so ein bisschen was Besonderes gibt. Und ich fand es also sehr, sehr lustig, diese Socken zu stricken und... Ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan vom Hin- und Herstricken, aber ich sag mal, wenn das dann so nett rauskommt und mit dieser Ziernaht, die war recht einfach zu machen und macht aber schön was her, ist glaube ich auch, also so von dem, wie es wirkt, recht flach. Ich glaube nicht, dass das beim Tragen stören wird. Ah, und das Besondere an diesen Socken, man muss ja im Wettbewerb eine Mindestgröße stricken, damit das vergleichbar wird und nicht einer eine kleine und einer eine große Größe strickt. Und bisher war das in der Sock Madness so, dass man mindestens so und so viel Zentimeter stricken musste. Und damit waren die Socken immer für mich zu groß. Aber dieses Jahr wurden die Regeln dahingehend geändert, dass man eine Mindestanzahl an Runden stricken muss. Und dann kann man über die Nadelstärke und die Maschenprobe unterschiedliche Größen rauskriegen, auch wenn man die gleiche Reihenzahl strickt.
Größer stricken ist natürlich immer erlaubt. Im Wettbewerb ist mehr machen als nötig natürlich kein Problem. Aber ich habe hier, glaube ich, zum ersten Mal mit der Mindestgröße tatsächlich Socken rausgekriegt, die mir passen. Und habe mich dann gefreut, dass ich eine Farbe genommen hatte oder Farben genommen hatte, die mir gut gefallen, sodass diese Socken tatsächlich in meinen Besitz übergehen. Ja, das war also Runde 1. Dann gab es als Bonusmuster in der Runde 1 die Meander Socks von Ute Linde. Und das war ein Muster, was mir gleich auf Anhieb sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, dass es so war, dass dann zeitgleich von Opal diese Farbe rauskam. Das müsste eine Farbe aus der Serie Country von Opal sein. Und die hatte meiner Schwester sehr gut gefallen. Und dann habe ich entschieden, dass ich in dieser Farbe mit diesem Mustersocken für sie stricke. Und das ist so ein schönes, etwas belebtes, ungewöhnliches Lace-Muster, was hier solche Formen immer wieder gibt, und die sind auch ungleich rechts und links. Also es gibt einen Chart für die rechte und einen für die linke Socke. Ja, das muss man aber nicht. Man könnte auch zwei rechte oder zwei linke Socken machen. Ich glaube, das würde beim Tragen überhaupt nicht auffallen. Ich habe es trotzdem eine rechte, eine linke gemacht, und da das ein Bonusmuster war und in keinster Weise eine Mindestgröße haben musste, habe ich das gleich von Anfang an so gestrickt, dass es meiner Schwester passt. Und nachdem ich jetzt dieses Video endlich gemacht habe, wird sie sich freuen, dass sie die Socken bekommen hat. Bis das Video rauskommt, habe ich sie eher schon überreicht. Genau, ich bin relativ sicher, dass ich die während des Wettbewerbs schon gestrickt habe, aber nicht 100% sicher. Ihr könnt alle die Socken unter dem Video, findet ihr Links zu all den Socken zu meinen Ravelry-Seiten. Auf diesen Seiten habe ich immer zur Originalanleitung verlinkt. Wenn ihr da irgendwas euch besorgen wollt oder gucken wollt, wie viel eine Anleitung kostet oder ob sie überhaupt was kostet, könnt ihr danach gucken. Dort habe ich auch immer eingetragen, welche Wolle ich genommen habe, welche Farbe und auch wann ich angefangen und aufgehört habe. Dann könnt ihr nochmal nachgucken, falls ihr neugierig seid, ob ich das während des Wettbewerbs gestrickt habe oder nicht. So, und dann kam die Runde 2 und die Anleitung heißt Celtic Rain Socks von Cynthia Hüttner. Und da habe ich keine Opalwolle genommen. Da habe ich aus meinem Vorrat zu Hause eine gelbe Regia-Wolle mit Baumwolle genommen. Und ich fand, das passte gut zu diesem Muster mit diesen verschränkten Maschen und Verzopfungen. Das kommt natürlich bei einer hellen Farbe sehr schön raus. Ihr seht, es sind wieder rechte und linke Socken unterschiedlich. Und dann gibt es noch kleine Perlchen dazu. Da habe ich dann dieses rot-orange-farbene Perlen genommen, die so ein klein bisschen golden schimmern. Und war ganz stolz auf mich, dass ich mal Perlen genommen habe, die nicht exakt die gleiche Farbe haben wie die Wolle, sodass man sie etwas deutlicher sieht. Diese Socken sind auch von der Spitze hochgestrickt und da war dann die Mindestgröße recht groß. Da habe ich eine 40-41 rausgekriegt, also für mich deutlich zu groß. Aber meine eine Tante hat größere Füße, da sie auch größer ist als ich, und hat gesagt, ihr würden die gut gefallen und deshalb werden die jetzt zu ihr wandern. Super schönes Muster, also wenn ich mal nichts mehr wüsste, was ich für mich stricken sollte, könnte ich mir gut vorstellen, die in meiner Größe auch mal für mich zu stricken. Ja, hat viel Spaß gemacht und finde ich auch immer wieder, also bei so einem Muster, was so deutlich unterschiedlich ist zwischen rechts und links, finde ich das auch sehr lohnenswert, eine rechte und eine linke Socke zu stricken. Das hat eindeutig was für sich. Genau, dann für die Runde 2 gab es als Bonusmuster das Muster Bubbles. Das sind sehr lustige, fischähnliche Socken, die habe ich noch nicht gestrickt. Weiß ich noch nicht, ob ich die mal in Angriff nehme. Und dann kam in Runde 3 das Muster Socks of Little Brain von Anne Rutgrink oder Rutgrink. Keine Ahnung, wie sie sich ausspricht. Und ich weiß nicht, ob vielen Deutschen der Zusammenhang ersichtlich ist. Socks of Little Brain ist eine Anspielung auf Winnie the Pooh. Das wird vielen bekannt sein. Das ist dieser kleine gelbe Bär mit dem roten T-Shirt, der Honig liebt und mit seinem Freund, dem Esel, und noch so ein paar anderen lustige Abenteuer in Kinderbüchern erlebt. Und an seiner Figur oder von seiner Figur sind diese Socken inspiriert und deshalb sind die im Original nämlich in Gelb gestrickt und haben eine rote Kontrastfarbe. Das ist dann wie sein T-Shirt und das steht dann für den gelben Bär. Aber ich hatte gerade gelbe Socken gestrickt und ich fand diese Farbe wunderschön.
Das sind keine Opal, das ist keine Opalwolle. Ich glaube, dass das eine Esslinger Wolle ist. Bin aber nicht 100% sicher, aber wie gesagt, das ist auf der Ravelry-Seite verlinkt. Bei dem Blau bin ich ziemlich sicher, dass es eine alte Regia-Farbe ist, die ich noch im Vorrat hatte. Und im Original gibt es dann kleine goldene Perlchen, Gold und ich weiß nicht, ob rot oder gelb. Ah, nee, ich glaube schwarz, schwarze Perlen und Gold. Und ich habe Grau und Silber genommen. Das sollen eigentlich kleine Bienchen sein. Bei mir sind das kleine Fliegen. Auch hier gibt es wieder rechts und links ein unterschiedliches Muster. Und die Verteilung der Fliegen ist eben auch unterschiedlich. Und genau, das, also das sind die Honigwaben oder so und die Bienen, wie gesagt. Und dann von den Farben her eben die Anregung von Winnie the Pooh. Ansonsten, genau, hat man hier oben in diesem T-Shirt-Teil gibt es dann auch nochmal hier so dieses ähnliches Muster wie hier unten. Und was ich ganz spannend fand, es gab eine interessante Art, Maschen anzuschlagen und abzuketten. Also ich glaube, dass beide Teile hier oben auf die gleiche Art und Weise angeschlagen sind mit einem sehr interessanten Anschlag. Und dann ist aber das Abketten der Maschen hier unten ist optisch ganz ähnlich wie die Kante hier oben. Das fällt bei diesen Socken jetzt gar nicht so auf. Durch diesen Rollrand verschwindet diese Anschlagskante ein bisschen. Also man sieht eher die Ähnlichkeit zwischen diesem und diesem. Aber ich finde, das kann man auch schön mal nehmen für Armstulpen oder für so einen Loop, wo man gerne Anschlag- und Abkettkante optisch gleich hat. Also das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genau angucken. Ich habe schon wieder vergessen, wie es ging. Aber ich habe noch in Erinnerung, dass es nicht schwer war. Und das will ich mir auf jeden Fall merken, dass es das gibt. Genau, das war dann die Runde 3. In der Runde 3 war das Bonusmuster die Contexture Socks. Die habe ich nicht gestrickt. Und dann kam die Runde 4 und da heißt das Muster Squaring Off von Shui Wu. Und da habe ich auf den ersten Blick gedacht, okay, jetzt müssen wir 3 Farben in einer Runde stricken, was eben nicht ganz einfach ist, wenn man 3 Fäden dann gleichzeitig jongliert und tendenziell auch aufhält, sodass man langsamer ist und man will ja bei diesem Schnellstrickwettbewerb so schnell wie möglich fertig werden. Aber nachdem ich mir das dann angeguckt habe, hat sich herausgestellt, dass man tatsächlich immer nur 1 oder 2 Farben gleichzeitig strickt und über Hebemaschen dann trotzdem die 3. Farbe mit in die Reihe kriegt. Also wenn man so die Reihen durchguckt, hat man tatsächlich alle 3 Farben immer wieder gleichzeitig. Aber das ist eben der Trick, sind die Hebemaschen. Und ja, das hat sich eigentlich auch ganz schön gestrickt. Es gibt eine richtig schöne, dicke, warme Socke. Hier unten dann nochmal ein anderes Muster auf der Sohle. Das fand ich auch lustig, fand ich ganz nett, dass das jetzt nicht nur gestreift oder so ist. Genau, und da war die Mindestgröße auch wieder recht groß. Also hier habe ich auch, also ist jetzt, das Sockenbrett ist jetzt 40-41, aber wahrscheinlich ist es sogar 41-42 mindestens die Größe. Und da ich als Hauptfarbe wieder dieses ganz dunkle Grün genommen habe, das ist das gleiche wie bei dem bei der Qualifikationssocke, werde ich diese Socken auch spenden. Und ich hoffe, dass sich da irgendeine Frau dann sehr darüber freut, dass sie richtig dicke, warme und bunte Socken kriegt. Also da sind eben ganz viele Spannfäden, die da eine richtig schöne, warme Socke draus machen. Genau, das war dann die Runde 4, das Bonusmuster. Genau, in Runde 4 waren die Squiggly Madness. Und das Muster hat mir von Anfang an sehr gut gefallen und das hat ein paar Tücken, aber ich fand es jetzt, sah nicht so schwierig aus. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, dass ich für mein jährliches Socken-Ehepaar dieses Muster benutzen könnte. Ich stricke jedes Jahr für ein Ehepaar, für beide ein paar Socken. Die letzten Jahre bin ich dazu übergegangen, dass ich immer 2 Farben aus der gleichen Opal-Serie nehme und das gleiche Muster für beide stricke und die dann zu Weihnachten verschenke. Und da habe ich dieses Jahr überlegt, ich nehme Farben aus der Regenwald-Serie. Das sind jetzt ihre Socken. Und im Original, in der Originalanleitung gibt es dann 2 Kontrastfarben. Und da habe ich für sie dann Schwarz und Rot genommen. Das fängt mit einem Picot-Anschlag an. Der ist auch ganz lustig zu machen, dann kommt das Bündchen und dann kommt die Socke. Und da habe ich jetzt aber ganz viel geändert, weil eigentlich wird auf der Vorderseite der Socke werden solche Rauten eingestrickt und da werden dann Blümchen eingestickt. Sieht alles wunderschön aus, aber ich bin nicht so der Held im Sticken und ich wusste dann auch nicht, wie das ist, wenn man auf dem Fuß dann so gestickte Blumen hat, ob das eventuell stört oder nicht.
Und dann hatte ich entschieden, dass ich die gestickten Blümchen weglasse und bin dann im Gespräch mit Freunden drauf gekommen, dass eigentlich, wenn ich die Stickerei weglasse, dann machen diese Rauten auch wenig Sinn. Und deshalb habe ich dann entschieden, dass ich einfach ein Rippenmuster stricke, dass die Socken so ein bisschen mehr noch elastischer sind. Aber diese Squigglies, diese Wackelreihen hier, die habe ich drin gelassen und davon gibt es hinten 4 Stück. Und ich habe dann aber noch zusätzlich ein paar linke Maschen mit eingebaut, sodass es auch hier hinten recht elastisch ist. Und man braucht für jeden diesen Squiggly einen extra Faden, sodass man also am Anfang mit ziemlich vielen Knäueln auch arbeitet, sodass es schon auch eine Madness-werte Anleitung ist. Genau, aber am Ende vom Schaft hören diese dann auf. Nach der Ferse wird die Sohle einfarbig glatt weitergestrickt und vorne laufen dann nur noch diese zwei Schlangenlinien sozusagen runter. Und meine Überlegung ist, dass ich dann für seine Socken, da habe ich eine andere Farbe aus der Serie ausgesucht und da werde ich nur eine Kontrastfarbe nehmen. Ich werde keinen Picot-Anschlag machen. Ich weiß nicht, ob das bei so einem älteren Herrn gut ankäme. Und ich werde dann einfach nur ein kontrastfarbenes Bündchen machen und ich werde 2 Linien vorne runterlaufen lassen. Die lasse ich aber gerade runterlaufen, also ohne, dass es so hin und her wackelt. Und hinten werde ich die auch weglassen. Also seine Socken werden dann sehr, sehr abgedämpft sozusagen und kaum noch mit der Anleitung in Verbindung stehen. Aber ihre Socken, finde ich, haben durch den Anschlag und die Squigglies doch noch sehr viel Anlehnung an die Anleitung, sodass ich das hier zeigen wollte. Wie gesagt, wenn ich hier die eine Socke fertig kriege vor dem Urlaub, dann werde ich auch da gucken, dass ich das in dem Videoschnipsel, was dann vielleicht hinten eingefügt wird, dann noch zeigen kann. So, das war das Bonusmuster für Runde 4. Dann kam die Runde 5. Das Muster für die Runde 5 heißt The Worst Way Socks von Carolyn Lyle oder Lissel, weiß ich nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und da gab es dann wieder ein zweifarbiges Muster. Und The Worst Way heißt übersetzt der schlimmste Weg. Und der Hinweis mit dem Weg bezieht sich darauf, dass die Pfeile in dieser Socke immer die Strickrichtung anzeigen. Das heißt, die Socke fängt an mit einem Bündchen und man strickt den Schaft von oben runter, so wie die Pfeile zeigen. Und dann geht es anders weiter. Ich habe, nachdem ich den ersten Schaft fertig hatte und sowieso die Fäden abschneiden musste, entschieden, dass statt jetzt mit der Spitze von der ersten Socke anzufangen, habe ich erstmal den zweiten Schaft gestrickt. Und das war auch gar keine dumme Entscheidung. Ich habe nämlich beide Schäfte jetzt in der Mindestgröße für den Wettbewerb gestrickt. Das heißt, es war nicht die kleinste Größe und ist mir ein Tucken zu weit. Aber bis ich beide Schäfte fertig hatte, waren alle Plätze in meinem Team vergeben und ich war aus dem Wettbewerb raus. Das heißt, ich hatte die Freiheit, dann die Spitze in meiner Größe anzuschlagen, nämlich in der kleinen Größe, und konnte dann dieses Stück, was in diese Richtung gestrickt wird, auch in meiner Größe stricken. Hätte ich Mindestgröße gestrickt, hätte ich diese zwei Pfeile nochmal wiederholen müssen und hätte so eine lange Socke gekriegt. Und genau, da ich das aber nicht mehr war, habe ich dann beide Spitzen nur diese Pfeile einmal gestrickt und dann wurden diese beiden Teile zusammengenäht, dann wurden Maschen rausgestrickt und dann wurden diese Pfeile gestrickt und dann wurde so eine Ferse dran gebastelt. Bei der Ferse habe ich unendlich viel modifiziert und geändert und weil meine Maschenzahlen so überhaupt gar nicht stimmten, aber es hat irgendwie geklappt und mein Fuß passt rein. Die Socke ist jetzt hier in diese Richtung ein bisschen zu groß, der Schaft ist ein bisschen zu weit, aber die Fußlänge passt und ich finde diese Farben ganz toll. Das ist auch eine Regenwaldfarbe von Opal auf diesem ganz dunkelblauen, einfarbigen Hintergrund auch von Opal. Und ja, also von daher, das sind jetzt auch meine Socken, die ich dann gut im Winter über ein anderes Paar Socken drüber ziehen kann oder in ganz dicke Winterschuhe anziehen kann und auch durch die Spannfäden eben auch so richtig dicke warme Socken sind. Wie man sieht, habe ich auch hier die Fäden noch nicht alle vernäht. Das werde ich dann auch demnächst mal das Vergnügen haben. Ach, ist ganz lustig, ne, dass man dann hier, man sieht tatsächlich die Pfeile an den Spannfäden. Das ist total lustig. Genau, also mit dieser Runde war ich dann aus dem Wettbewerb raus, was aber wie gesagt auch seine Vorteile hat.
Socken habe ich trotzdem fertig gestrickt. Das Bonusmuster für die Runde 5 heißt Spirit of Growth und ist ein sehr, sehr schönes Lochblattmuster, was mir sehr gut gefällt. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das irgendwann mal stricke, aber noch habe ich es nicht angefangen und deshalb habe ich da nichts zu zeigen. Mal gucken, ob ich irgendwann dazu komme. So, und dann kam das Muster für die Runde 6 raus und die heißen Three Times a Cable und die habe ich dann trotzdem gestrickt, obwohl eben ich nicht mehr im Wettbewerb war. Und ich glaube, dass ich diese Socke zuerst gestrickt habe. Das ist also wieder ein zweifarbiges Muster. Und da ich nicht mehr im Wettbewerb war, habe ich mir die Freiheit genommen, zwei melierte Garne miteinander zu kombinieren. Das ist eine relativ verrückte Sache. Das sorgt dafür, dass die Muster relativ verschwimmen und nicht so klar zu sehen sind. Das würde ich nie machen, wenn ich im Wettbewerb wäre und ich wüsste, Leute sitzen da über meinen Bildern und gucken, hat sie alles richtig gemacht. Da hätte ich dann auf jeden Fall mindestens eine Farbe einfarbig gewählt. Wahrscheinlich hätte ich auch höchstens eine Farbe einfarbig gewählt, weil einfarbig und meliert, finde ich, kann man schöne Kontraste erzielen, wenn man aufpasst, welche Farben man nimmt. Aber wie gesagt, kein Wettbewerb, keiner kontrolliert es. Dann habe ich zwei melierte Garne aus der Schafpatenserie genommen. Das ist ja die Wolle, die von Schafen produziert, wie in der Schwäbischen Alb rumlaufen. Genau, und dann gibt es Three Times a Cable, drei verschiedene Zopfmuster. Das ist einmal das Muster vorne auf dem Fuß, wo man, da habe ich jetzt die dunkle Wolle im Hintergrund und hatte die helle Farbe für die Zopflinien sozusagen. Witzigerweise gibt es das Muster dann hinten auf der Ferse zwischen den Zunahmen mit den umgedrehten Farben. Dann gibt es rechts und links neben diesem Muster ein zweifarbiges Muster, was aussieht wie ein Zopf. Es ist aber nur die Farben eben entsprechend gestrickt. Und dann gab es hinten auf dem Bein so ein ganz spannendes, fast dreidimensional wirkendes Zopfmuster, was sich dann an irgendwann teilt, sodass man die Fersenzunahmen stricken kann und dann ist hier nur noch, läuft seitlich nur einer dieser Zöpfe runter und in dem Moment, wo man zur Sohle kommt, also wenn man hier die Zunahmen fertig hat und dieses Käppchen gestrickt hat, ab diesem Moment ändert sich dieses Zopfmuster in ein zweifarbiges Muster, was dieses Zopfmuster einfach nur imitiert. Also wenn man so grob drauf guckt, könnte man meinen, das Muster läuft hier so durch, aber wenn man genau guckt, sieht man eben, dass diese Verzopfungen wegfallen und nur noch durch die Farbe dargestellt sind, sodass man unten auf der Sohle keine Verzopfungsknubbel hat. Also sehr, sehr durchdacht, sehr schlau gemacht. Es ist richtig viel los. Wenn man jetzt weniger unruhige Farben nehmen würde, wäre das Ganze nicht ganz so wild. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein schönes Muster. Und ich konnte mich anfangs nicht entscheiden, welche Farbe ich als Hauptfarbe und welche ich als Kontrastfarbe haben wollte. Und deshalb habe ich dann bei der zweiten Socke alle Farben getauscht. Und genau, und finde es super spannend, wie sich die Muster dadurch verändern, wie unterschiedlich die dadurch aussehen. Also einmal dieses erste Muster, dann dieses Zopfmuster und auch hinten das Muster. Genau, und ich kann bis heute nicht wirklich sagen, was mir besser gefällt und bin deshalb ganz glücklich, dass ich einfach beides gemacht habe. Der einzige Teil der Socken, der gleich ist, ist hier unten das kleine Käppchen. Da habe ich mich bei der zweiten Socke vertan, was A und was B ist und dadurch sind die gleich. Aber da das eh eine einfarbige Stelle ist, war mir das egal und ich habe es nicht geändert, als ich es dann gemerkt habe. Genau, ansonsten immer die andere Farbe. Ja, das war dann Runde 6, da gab es kein Bonusmuster mehr und die Runde 7, da gab es ein Sockenmuster, was im Double-Face-Technik gestrickt wird. Das finde ich super spannend, habe ich auch große Lust mal als Socke zu machen, sodass man eine Socke hat, die man auf links drehen kann und die dann trotzdem immer noch glatt rechts ist und die einfach durch diese Zweilagigkeit auch sehr dick und warm ist. Aber bei der Anleitung für die Runde 7 hätte man nicht nur Double Face stricken müssen, sondern auch 6 Farben ständig die ganze Zeit gleichzeitig stricken. Und das heißt, man hätte auch hin und her stricken müssen. Also das war einfach so viel in dieser Anleitung drin, dass ich keine Lust drauf hatte. Und dieses Jahr hat auch die 7. Runde deutlich länger gedauert als die letzten 2 Jahre. Also da sieht man, dass selbst die schnellsten Stricker richtig Zeit gebraucht haben. War sehr spannend. Genau. Sollte ich jetzt noch ein Videoschnipsel gedreht haben, wo ich entweder eine von den beiden angefangenen oder beide eine fertige erste Socke zeige, dann wird die jetzt hier eingefügt.
Also, ich habe mich mächtig ins Zeug gelegt und habe beide erste Socken fertig gekriegt. Die erste war die Squiggly Madness Socke, die ich aus einer Regenwaldfarbe gestrickt habe. Ich habe die Spitze nur in den Kontrastfarben gestrickt. Eigentlich sollte da die Hauptfarbe auch noch mal rein, aber das wäre dann selbst mir ein bisschen zu wild geworden. Und ich finde, so sieht es jetzt auch schon wild genug und bunt genug aus. Bin froh, dass das alles soweit geklappt hat. Die Anleitung ist schön geschrieben, also das war alles kein Problem. Und Socke Nummer 1 ist fertig und bei der Anleitung Instant Crush, das war eins von den Aufwärmmustern, habe ich auch geschafft, die erste Socke zu stricken. Da war ja dieses schöne Lochmuster im Fuß. Dann habe ich eine andere Ferse reingestrickt. Dadurch ist die Socke insgesamt hier ein bisschen kürzer und kleiner geworden. Und meine Schwester sagt, sie passt nur gerade so, aber ich hoffe, dass es klappt. Keine Ahnung, ob es vielleicht ein bisschen ausleiert mit Tragen. Sollte es ein Tucken eingehen, werde ich sie wahrscheinlich kriegen. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass sie die tragen kann. Dann kam hier dieses andere Muster für den Schaft. Und dann strickt man mit einer Kontrastfarbe noch so eine kleine Rüschenkante. Und meine Schwester ist mit den Farben auch super glücklich. Also das gefällt ihr sehr gut. Ich freue mich, dass das so schön geklappt hat. Ich habe tatsächlich bei beiden Paaren die zweite Socke noch nicht angefangen. Normalerweise versuche ich ja immer, die zweite Socke sofort anzuschlagen, wenn ich mit der ersten fertig bin. Aber bei der Socke fehlte mir zu Hause die richtige Häkelnadel. Das wird nämlich mit einem Häkelanschlag hier oben angefangen, ein Häkel-Picot-Anschlag. Und die hatte ich einfach nicht da. Und bei dieser Socke habe ich es tatsächlich geschafft. Das hört ja hier mit der schwarzen Rüsche auf. Und ich habe das graue Knäuel verlegt. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Also, und die fängt ja hier unten an. Das heißt, hier muss ich mit der Hauptfarbe anfangen. Das heißt, sobald ich hier das graue Knäuel gefunden habe und sobald ich die richtige Größe Häkelnadel eingepackt habe, kann ich dann die zweiten Socken jeweils anschlagen und dann mal gucken, ob ich die dann mit in den Urlaub nehme oder nicht. Aber auf jeden Fall, dass ich dann auch jeweils die zweite Socke von diesen Socken fertig kriege. Und so viel zu meinem Nachtrag. Und dann hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!